Ich muss hier schnell den Läufer überbrücken. Ja, ich bin voll leise. Alter Freund, das ist wirklich geil. Vielleicht weiß ich nicht, was? Alter Freund, oben ist die Klaue. Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Wo war das Lagerfeuer? Dieser Mann, er sieht nicht wie ein Nora aus. Voraus lauert Gefahr. Gefahr für dich, Fremder. Hier ist Noraland. Ja, ja, ja. Betreten bei Todesstrafe verboten. Treffender Ausdruck bei Todesstrafe. Tja, der hier hat seine Strafe bekommen. Wer war er? Ein Dieb, Sklavenhändler, Mörder. Der Typ, der ehrliche Mörder in Verruf bringt. Val sagte mir, an der Straße würden Banditen lauern. Tja, so simpel ist das nicht. Die greifen nicht immer an. Die meisten schlagen ein Lager auf und sitzen faul rum wie Schimmelpilz. Es sei denn, jemand unternimmt etwas dagegen. Du gefällst mir. Folge der Rauchspur auf der anderen Seite der Ruinen. Ich warte dort.
Mein Fokus empfängt sowas wie ein Signal. Vielleicht kann ich es scannen. Das Signal. Wo kommt das her? Diese Ruinen. Das muss Teufelsdurst sein. Eine Stadt der Alten. Aus der Metallwelt. Ich werde tun, was ich tun muss. Oh, komm doch, eigentlich muss ich ja da hochkommen. Moment. Jetzt jagen sie mich. Den Beifallsberg. Kümmert euch einfach um eure Sachen. Sieht genauso aus, wie Ross das beschrieben hat. Das Signal kommt wohl aus seinem Kopf. Also muss ich irgendwie da hoch. Thank you.
Notizbuch. Der Riese lässt sich nicht stören. Er umkreist sein Gebiet und beobachtet Maschinen und seine Umgebung. Okay. Der Wildtier kennt sich nicht verschickt sein, genau reichhaltiges Fleisch. Oh, wow, wow, wow. Oh, komm her. Von hier aus auf den Langhals springen können. Geschafft. Und jetzt hoch auf seinen Kopf. Mir wirklich leid. Ist gleich vorbei. Alles, was er sieht, und sendet es auch an andere Maschinen. Jetzt hat man die Karte geöffnet. Startpunkt der Maschinen, Langhals-Transmitter-Protokoll. Oberereignis-Protokoll USW 17, Tech-Startpunkt der Maschinen. Orbit F4 eingeleitet, Speedbus. Routing-Anfrage gesendet, keine Antwort, Speedbus in der Kugel-Agent. Okay. Weiter. Und auf welche Quest hat es gestalten? Aufträge jagen für die Loge, das machen wir mal weiter. Ich weiß aber, ob das Ausrufezeichen drin. Nee, das nicht.
Fall immer wieder durch umgebogene Kriegsherren. Ich bin in die richtige Richtung, aber warum habe ich schon wieder mein Ding verloren? Nein, ich verrück da. Sammeln wir mal 3 Punkte. Ich habe ich hier noch gar nicht gesehen, wieder zerstörten Gegend. Hier würde ich auch gerne mal wandern. Beziehungsweise ich wandere ja. Wieder. Langsam, langsam. Nee, ich bin nicht von der Nähe. Ich bin Areal in der Straße. Nah, ich bin. Bin ich eine Aufmerksamkeit geworden? Hier muss der Angriff auf den Kriegstrupp stattgefunden haben. Diese Verwüstung. Harry, Pressemeldung. Datenbestätigung von Seattle. Harry, sei gestorben. Harriet Joy gestorben. Textdatenpunkte Welt. Priesterin der ewigen Verdammung. Harriet Joy gestorben. First, 2. September 2063. Die berüchtigte Bioterroristin und Anhängerin des Kults Ewige Verdammung. Harriet Joy ist im Alter von 54 Jahren an Lungenkrebs gestorben. Joy, deren Glauben es ihr verbot, sich medizinisch behandeln zu lassen, veröffentlichte im letzten Jahr eine Erklärung, die hier in Auszügen wiedergegeben wird. Ich sterbe, wie immer. Und niemand steht weiter hinter mir. Ich bleibe standhaft. Vater Globus liegt im Todeskampf. Er ist bereit zu sterben. Doch ihr verhöhnt Vater Globus. Statt ihm zu helfen, Schmutz abzustreifen, steht ihr darauf, zu wissen, was das Beste ist. Jetzt hattet ihr eure Rückforderung und glaubt, ihr werdet ewig leben. Aber im Grab ist immer noch so viel Platz wie zuvor. Joy saß eine lebenslange Haftstrafe im Alpha Campus von Unitech Inc. ab. Sie galt als Erfinderung des viralen Verdammnisplage-Cocktails, der 2039 New York, London, Moskau, Tokio und Shanghai erfasste. Die Entscheidung,
soll lebenslänglich inhaftieren, als dass sie zu exekutieren, auf Tösen, teils auf fassungslos Unverständnis. Aber die Informationen, die der Austausch für ihr Leben bot, führten zur Verhaftung von 16 hochrangigen Mitgliedern des Terroristenpuls und schließlich zum Zusammenbruch der ewigen Verdammnis. Schlecht. Müssen wir doch mal noch Hologrammdaten finden. Ja, hier. Dann die Autodatenpunkte oder Hologrammdatenpunkte. Halt. Gaza. Lied, wenn er erschreckt wird, führt vorher aber durchaus mal einen Angriff mit seinen Hörnern aus. Zwei Fertigkeitspunkte haben wir. Dann für wenig Inventar. Neue Form von Rohstoffen. Graserherz. Ändern Wert. Kauf gegen Metallsperr. Das war für diese Jägerquest. Viele Maschinen. Und alle werden von den Mördern kontrolliert. Sie haben eine ganze Horde von ihnen den Hang hinuntergeschickt. Vielleicht hat die Kriegsherrin etwas hinterlassen. Oh, die Nora konnten einen Verderber erledigen. Aber vorher haben die Mörder ihn benutzt, um andere Maschinen auf sie zu hetzen. Die Toten und Verwundeten alle weg. Gibt's hier keine Krieger und Heiler mehr? Nur ich. Du bist verletzt. Was ist passiert? Was nicht? Die Hölle ist los. Sona schickt mich, um Bericht zu erstatten. So nütze ich ihr nichts. Varl wollte, dass ich Sona suche. Weißt du, wo sie sein könnte? Ich kann dir sagen, wo wir uns trennten. Beim Metallturm, südöstlich der Ruin bei Teufelsdorst. An einem Hang mit einem einzelnen Felsen. Ich werde jetzt ins Becken zurückkehren und Varl Bericht erstatten. Urmutter, gebe dir Kraft. Wirst sie brauchen, so allein.